Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Heute schauen wir uns mal eine Flugplanung an. Es soll von der Eifel bis an die französische Riviera gehen. Konkret von Koblenz bis Le Castellet. In der Hoffnung, den einen oder die andere dazu motivieren zu können, es auch mal auszuprobieren, zeige ich heute, worauf man bei einem Flug nach Frankreich achten muss und welche Flugrouten sich in den Süden ganz besonders anbieten. Dabei lege ich den Fokus auf einfache Strecken. Das heißt, erstens, man kann diese Routen auch bei schlechterem Wetter fliegen und zweitens, die Routen nutzen keine freigabepflichtigen Lufträume. Ich halte mich jetzt nicht lange auf mit Randbedingungen und Anforderungen an Piloten und Flugzeuge und ich mache auch keinen Unterschied zwischen Motorflugzeugen und UL. Meine Sichtweise ist, wenn ich verantwortungsvoll ins Ausland fliegen will, muss ich mich adäquat qualifizieren und meinen Flieger entsprechend ausrüsten. Im Klartext, ohne BZF1 und Language Proficiency Level 4 sowie einen Transponder mit mindestens Mode Charlie, besser Sierra, sollte man lieber die Finger davon lassen. Ich bin übrigens in Frankreich und auch in der Schweiz schon nach Einzelheiten der Lizenz- und Funkberechtigungen gefragt worden. Das ist also keine akademische, sondern eine Frage von höchst praktischer Relevanz. Ein Punkt ist noch sehr wichtig. Viele Höhen für Lufträume in Frankreich sind AGL definiert, also Above Ground Level, das heißt als Höhe über Grund. Wenn man eine Navigations-App hat, die diese Information anzeigt, ist das prima. Wenn nicht, sollte man sich noch eine besorgen oder eine zweite App auf dem Handy installieren. Ich hatte das anfangs nicht und musste die Höhen immer schätzen, das ist wirklich nicht professionell. Drei Themen betrachte ich bei dieser Planung nicht. Erstens das Wetter, jedenfalls nicht im Detail. Zweitens die NotAmps, beides ist zu sehr tagesabhängig. Und drittens die RTBA und AZBA Charts, diese habe ich ja in meinem Video Ein Besuch in Lothringen, Nancy und Verdun bereits vorgestellt. Und nun geht's los. Zunächst gebe ich die drei Waypoints ein, also Koblenz als Start, wir fliegen über Gap, bis hin nach Le Castellet, nur 12 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Bei allen Flugzeiten rechne ich übrigens mit 100 Knoten und dem aktuellen Wind von heute. Das lässt sich leider nicht anders machen. Nun kann man diese Route grundsätzlich fast genau so fliegen, aber die Wetterbedingungen sind selten so, dass das auch wirklich klappt. Außerdem liegen auf diesem Weg mehrere Kontrollzonen im Weg herum, und die wollten wir uns ja bei dieser Planung sparen. Der Weg über die Vogesen hat bei mir, aus Wettergründen, trotz mehrfacher Versuche bis heute noch nie geklappt. Ich konzentriere mich also nun auf eine West- und eine Ostroute um die Vogesen herum. Neben dem Wetter ist die Kraftstoffplanung eine zweite harte Bedingung, wobei ich von einem Rotax-Motor ausgehe, der Mogas verlangt. Deshalb kommt für Flugzeuge, die alle 2 bis 2,5 Stunden eine Tankstelle benötigen, eigentlich nur die Ostroute in Frage. Nun baue ich noch 2 weitere Zwischenziele ein, sei es für eine Pause, zum Tanken oder auch um den Flugplan auf einen minimal notwendigen Flugabschnitt zu begrenzen. Der eine Stop ist Bremgarten und der andere Bourg-en-Bresse. Die Standardroute nach Gap bzw. Le Castellet sieht dann wie folgt aus. Genauso bin ich sie schon ein paar Mal geflogen. Koblenz, Bremgarten, Bourg-en-Bresse, Gap, Le Castellet. Dieses Routing garantiert einen entspannten Flug und alle 60 bis 90 Minuten eine Pause. Und nun kommen die Feinkorrekturen. Es geht los mit der kleinen Ecke zwischen Karlsruhe und Baden-Baden. Da muss man drumherum. Danach geht's aber schnurstracks nach Bremgarten. Direkt hinter der Grenze zu Frankreich liegt dann auch gleich die erste Prohibited Area. Die umfliegt man, abhängig von der Startrichtung in Bremgarten, entweder nördlich oder südlich. Hier gibt es übrigens noch eine VFR-Transitroute, der Charlie Mike und der Charlie gehören dazu. Achtung, bei 3000 Fuß beginnt die TMA Basel, da sollte man darunter bleiben. Hier gibt es eine Restricted Area, da müssen wir drumherum oder drüber her. Sie endet bei 2800 Fuß, die TMA beginnt aber erst bei 5000 bzw. 6500 Fuß. Und dann kommen auch schon die ersten RTBAs. Ob die aktiv sind oder nicht, entnimmt man den AZBA-Listen oder den NotAmps. Alle diese RTBAs werden durch NotAmps aktiviert. Sind sie inaktiv, kann man sie getrost ignorieren, zum Beispiel meistens am Wochenende. Wenn sie aktiv sind, dann gibt es 4 Möglichkeiten. Erstens, man zieht das Fahrgestell ein und fliegt auf 500 Fuß drunter her. Zweitens, man steigt auf 3500 Fuß und fliegt darüber hinweg. Drittens, man weicht ihr komplett aus, und zwar hier an dieser Stelle parallel zur Schweizer Grenze,
Das geht aber nur, wenn da keine Wolken herumhängen. Das Juragebirge ist ganz schön hoch. Viertens, man weicht etwas nach Norden aus und kreuzt die RTBA nur, anstatt diagonal unter oder über ihr zu fliegen. Hat man diesen Abschnitt erst einmal passiert, ist die Landung nicht mehr fern. Da es in Frankreich keine Flugplatzpflicht gibt, kann es sein, dass man auf seinen Funkspruch keine Antwort bekommt. Unter der Woche gar nicht so selten. In diesen Fällen ist es in Frankreich üblich, den Platz in geringer Höhe zu queren, nach dem Windsack zu fahnden, mit Blindmeldungen in die Platzrunde einzubiegen und zu landen. So, und dann geht's weiter. 5 Minuten nach dem Start findet man wieder eine Recommended Transit Route, die man, finde ich, auch nutzen sollte, denn für Flüge wie unseren gibt es die ja auch. Wir passieren den Flugplatz Ambérieu und befinden uns automatisch zwischen diesen beiden Beschränkungsgebieten. Kreisförmige Gebiete dieser Art sind meistens Kernkraftwerke, von denen es in Frankreich bekanntlich sehr viele gibt. Man sollte ihnen nicht zu nahe kommen, da verstehen die Franzosen keinen Spaß. Als nächstes kommt die Kontrollzone von Grenoble-Isère. Man ruft den Tower und bittet um Durchflug via November Charlie, Romeo Victor und Sierra Echo. Alternativ fliegt man östlich um die CTR herum. Das musste ich auch schon mal, als sich Grenoble überhaupt nicht gemeldet hat. So etwas kommt in Frankreich auch schon mal vor. Wenn keine tiefen Wolken an den Bergen hängen, ist das allerdings auch problemlos möglich. Apropos Berge. Ab hier gibt's nun echte Berge. Bislang waren das nur etwas größere Hügel. Wir fliegen also in das Isère-Tal hinein und passieren die Stadt Grenoble. Auch hier muss man knapp an den Bergen vorbei, um nicht in das Beschränkungsgebiet einzufliegen. An dieser Stelle muss man dann, wetterabhängig, die Entscheidung treffen, entweder bis Gap weiter zu fliegen oder in Grenoble-le-Versou zu landen. Das ist ein schöner Platz mit viel Verkehr, zumindest am Wochenende, aber mit tadellosem Englisch. Hier habe ich auch schon einmal 3 Tage verbracht. Als nächstes geht es in dieses Tal mit den 4 Seen und anschließend weiter zum Lac du Sauté. Da man sich diesen Namen aber schlecht merken kann, heißt er bei uns einfach Y-See, da weiß jeder, was gemeint ist. Nun folgt man in einem großen Rechtsbogen dem Tal und hat nach 10 Minuten die Stadt Gap vor Augen. Diese Stelle ist auch die letzte, bei der einem das Wetter Probleme machen kann. Danach erfolgt der Anflug auf Gap Talar. Dort herrschen meistens südliche Winde vor, sodass man fast immer auf der Piste 2.0 landet. Ich habe hier schon viele Wochen verbracht, ich bin aber noch nie auf der 02 gelandet. Es kann hier auch schon mal vorkommen, je nach gewählter Höhe und Routing, dass der Tower von einem kleinen Hügel abgeschirmt wird und nichts hört. Es kann auch sein, dass gerade Mittagspause ist, dann meldet sich ebenfalls niemand. In solchen Fällen unbedingt Blindmeldungen abgeben, lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Achtung, an genau dieser Stelle begegnen uns die landenden Flugzeuge aus dem Süden. Oft sind hier konkrete Absprachen wie etwa Number 1, Number 2 und so weiter notwendig. Die Landung selbst ist nicht schwierig. Das Gelände fällt zur Piste 2.0 zwar deutlich ab, aber mit gut 900 Metern Länge kann man es sich auch leisten, etwas später aufzusetzen. Und nun kommt der letzte Abschnitt. Nach dem Start in Gap fliegt man einfach in Runway-Richtung weiter, hält sich aber etwas rechts, damit man über dem Sierra 1 und Sierra den Fliegern aus dem Süden nicht zu nahe kommt. Am, auch bei Deutschen, sehr beliebten Segelflugplatz Sisteron sind häufig viele Segler in der Luft, da muss man die Augen offen halten. Und dann folgt man einfach weiter der Durance nach Süden. Das Beschränkungsgebiet 196 hier im Osten ist meistens inaktiv, da muss man entweder die Nordems bemühen, bei Marseille FIS nachfragen oder gleich etwas nach Westen ausweichen. Dasselbe gilt für den Luftraum Moustier. Ich habe noch nie erlebt, dass ich dort nicht weiterfliegen konnte. Was ich aber wohl schon erlebt habe, ist, dass ich eine Freigabe für einen Durchflug durch ein aktives Beschränkungsgebiet bekommen habe. In solchen Fällen hilft FIS auf jeden Fall weiter. Es kann auch sein, dass man noch eine andere Frequenz rufen muss, aber umdrehen muss man deshalb noch lange nicht.
Ein Kniebrett mit Papier für Notizen ist allerdings unabdingbar. In Frankreich muss man die FIS-Frequenzen ohnehin deutlich häufiger wechseln, als wir das in Deutschland gewohnt sind. Man kann das Ganze auch westlich umgehen, aber das funktioniert nur, wenn nicht zu viele Wolken an den Bergen kleben. Denn dieses Beschränkungsgebiet hier muss man dann auch noch umfliegen. Hier unten, südlich Vinant, gibt es einen letzten verbotenen Luftraum. Hier dann noch eine kleine Ecke, dann ist's geschafft. Le Castellet ist ein toller Flugplatz und nicht selten landen hier auch mal kleine Businessjets. Der An- und Abflug, besonders über die 3-1, ist ein tolles Erlebnis, da man einen sehr schönen Überblick über die Formel-1-Rennstrecke hat. So, und nun werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf die Westroute. Der Unterschied besteht lediglich in dem ersten Flugabschnitt bis Bourg-en-Bresse. Diese Route ist etwas kürzer, setzt aber voraus, dass die Eifel VFR-Bedingungen ausweist. Man folgt dann einfach der Mosel, passiert den Airport Frankfurt-Hahn und fliegt nach Saarlouis. Ob man dort noch einmal landet, ist eine persönliche Entscheidung. Falls ja, kann man noch einmal tanken und braucht auch den Flugplan erst nach dem Start zu öffnen, anstatt schon in Koblenz. Hier muss man dann gleich aufpassen und ein paar Mal zickzack fliegen. Direkt hinter der Grenze liegen die ersten RTBAs. Sie sind aber allesamt ab 800 AGL definiert, können also unterflogen werden. Es gibt hier keine Windräder, keine Strommasten, kaum Dörfer. Das Tieffliegen ist also kein Problem. Prinzipiell können sie mit 4000 Fuß auch überflogen werden, aber natürlich nur mit Freigabe für die TMA Nancy. Um diese beiden Ecken muss man herumfliegen. Und hier ist dann noch einmal eine RTBA mit 800 Fuß AGL, die man unterfliegen muss. Wie gesagt, nur dann, wenn sie auch aktiv sind. Danach folgt die Kontrollzone von Saint-Sauveur, die lassen wir links liegen. Und hier gibt es auch noch ein Beschränkungsgebiet, das bei Ground beginnt, das umfliegen wir ebenfalls. Um die Kontrollzone von Tavaux machen wir auch noch einen kleinen Schlenker und die letzte RTBA unterfliegen wir ebenfalls. Dann haben wir Bourg-en-Bresse quasi vor uns und können den Tower rufen. Das war's. Ich empfehle dringend, gerade unter der Woche eine solche Route mit FIS zu fliegen. Die FIS-Leute interessiert sehr, wo man fliegt und in welcher Höhe. Vor allem die Höhe in der Nähe der RTBAs wird immer mal wieder abgefragt, trotz Transponder. Das gibt aber andererseits auch ein gehöriges Maß an Sicherheit. Natürlich gibt es auch noch andere, möglicherweise bessere Möglichkeiten, nach Südfrankreich zu fliegen, aber dieses Routing funktioniert immer, auch bei nicht ganz optimalem Wetter. Das bin ich so schon etliche Male geflogen. Und wenn ich nun damit jemanden motivieren konnte, auch mal nach Frankreich zu fliegen, dann würde mich das sehr freuen. Ebenso wie eure Kommentare und Anmerkungen. Und wie sagen die Franzosen? Au revoir, mes amis.